18, das ist ganz normal. Ich finde, weil das ist dann, auch, es ist dann auch spät genug. Ich mache dann zwei Flaschen Wein auf und dann ist es, sage ich, 9 Uhr. In der Hölle verrotten. Ich bin sprachlos. Ich bin nicht schuld. Während der Dreharbeiten hat er geschnarcht. Also, Sarah muss man. Ich sehe jetzt nur noch aus wie ein verstörter Kameramann, aber ich habe es gedreht mit zwei lieben netten Kollegen. Dazu kommt unsere Hauptdarstellerin, die hier gefroren hat in einer eisigen, kalten Höhle. Und da die Temperatur hier den ganzen Tag, obwohl draußen die Sonne dickfett scheint, immer hier die gleichbleibende kalte Temperatur ist, haben wir unsere sämtlichen Körperteile langsam erfroren. Das hört aber auf. Aber ich war auf jeden Fall mal auf einer Party. Wir kämpfen mit den Lichtverhältnissen beim Dreh. Günni im Einsatz. Habe ich gedacht, wir können gerade direkt wieder alles abbauen, weil das wird hier nicht. Weil ich mir am ersten Abend direkt die Blase verkühlt habe und eine Erkältung bekommen habe und damit direkt am zweiten Tag starke Gleichgewichtsstörungen gekriegt habe und keine einzige Balancestellung mehr halten konnte. Ja.